Sicher, schneller, weiter. In jedem Rennen riskiere ich als Fahrer alles für den Sieg. Deshalb steht Sicherheit für mich an erster Stelle. Ich bin David Schumacher, Rennfahrer in der Formel 3 und Markenbotschafter für Decathlon. Es hat angefangen, indem mich mein Vater mit 4 Jahren das erste Mal in den Kart gesteckt hat. Ich hatte am Anfang ein kleines bisschen Angst, weil es sehr laut war. Aber nach 2 Runden hat es dann sehr viel Spaß gemacht und da war mir eigentlich selber schon klar, okay, ich möchte das weitermachen. Am Anfang war es dann erstmal nur Spaß, ein bisschen Kart fahren, ein bisschen rumdüsen. Dann ging es irgendwann in den Clubsport, im Kart in Kerpen. Und da lief es ganz gut. Und dann haben mein Vater und ich entschieden, dass wir es mal international probieren. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Und dann ging es irgendwann in den Formelsport. Und jetzt bin ich hier. Es kam dazu, dass mein Onkel Michael Schumacher damals eine sehr lange Partnerschaft mit Dekra hatte. Und dadurch habe ich dann den Kontakt aufgebaut mit Dekra und das hat von Anfang an gepasst. Eine tolle Kappe bekommen von ihnen für dieses Jahr, auch mit meinem Logo drauf und meiner Startnummer. Im Vergleich zu der Kappe von meinem Onkel hat sich ein bisschen was geändert, wo er 1994 Weltmeister geworden ist. Eine sehr schöne Kappe, wie ich finde. Ich habe mich sehr gefreut, als ich die E-Mail bekommen habe von Dekra, dass wir einen neuen Sponsor haben und ich fühle mich sehr wohl. Also ich glaube, wie jeder Rennfahrer oder viele zumindest, habe ich auch einen Tick, würde ich jetzt mal sagen. Ich muss immer von der rechten Seite des Autos einsteigen. Das ist, habe ich von meinem Mechaniker in der Formel 4 geerbt. Der hat zu mir gesagt, immer wenn der Fahrer von rechts einsteigt, passiert nichts. Und seitdem muss ich auch jedes Mal von rechts einsteigen. Also ich denke, in der Formel 3 das größte Highlight für mich war das Rennen in Macau. Eine super Strecke, extrem schwierig, auch von vielen Fahrern gesagt, die schwierigste Strecke, die es überhaupt gibt. Und da kann ich nur zustimmen, war nicht sehr einfach, gar kein Platz. Ich würde schon sagen, dass das Highlight ist. Und sonst im Motorsport-Highlight würde ich sagen, der Titel in der Formel 4 von mir, der Rookie-Titel. Also so wie jeder andere Rennfahrer möchte ich auch in die Formel 1. Für dieses Jahr in der Formel 3 ist auf jeden Fall der Sieg das Ziel. Wird zwar nicht so einfach, es ist ein sehr starkes Feld dieses Jahr, aber ich werde alles dafür tun, damit ich da vorne mitmischen kann. Ich bin David Schumacher, Rennfahrer in der Formel 3 und Markenbotschafter für Dekra. Mehr unter dekra.de.